Es ist kurz vor 7 Uhr Ingame-Zeit, also der Abend und die Nacht steht an. Und wir nutzen diese Zeit hier an der Belaya auf Grund. Schön Grundangeln an der Belaya. Denn da hieß es gerade aus dem Chat, Alden, der Kaulbarsch läuft wieder wie wild. Und ich habe in der letzten Nacht oder in den letzten Zügen des Morgens schon ein wenig probiert, denn ich wusste nicht genau wie und wo und habe mir gedacht, komm Alter, einer der guten alten Spots ist ja genau da und da testen wir auch einfach mal, ob das so lübt. Heißt also, gleich wenn es jetzt so in Richtung Dämmerung geht, Ruten raus und Kaulbarsch fangen. Also, es hat natürlich noch ein bisschen Zeit, aber man kann ja schon mal anfangen. Früh angefangen, schadet nicht. Wir machen mal einen Clip rein. Ich mache mal so ungefähr 8 Meter. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. 8 Meter kann man machen, vielleicht auch 9 Meter. Das sollte schon ungefähr so gehen. Und dann locker flockig auswerfen. Ich bin hier mit den Fiederruten gerade unterwegs. Und zwar super fein mit den Fiederruten unterwegs, mit nur 3,1 Kilo Schnur. Man kann auch durchaus hier, wenn man Bock hat auf sein feines Setup, durchaus mal hier mit Mikrobraid sich hinstellen. Gucken wir gerade mal eben rein. Angelschnüre. Und zwar ist es dann hier geflochten. Mikrobraid. 0,04 mm und dafür trotz allem 2,8 Kilo. Allerdings muss ich sagen, meine Mikrobraid-Schnüre haben schon alle einiges an Verschleiß. Und weil auch hier ab und zu mal die Giebel reingehen oder mal größere Rotaugen reingehen können, so im Kilobereich, habe ich jetzt gerade nicht so Bock auf einen fetten Drill. Deswegen, oha, bin ich hier gerade mit Fluorocarbon 3,1 Kilo unterwegs. Oh, guck mal, die Barsche sind auch da. Und ja, damit geht es dann los. Ich stand gerade eben schon hier, hatte ich ja gerade schon gesagt, also gerade schon hier gestanden in den letzten Zügen des, in den letzten Zügen der Nacht sozusagen, in den Morgenstunden. Und dann ging da noch ein bisschen was rein. Zack, erstmal wieder raus damit. Und zwar, hier haben wir das. Genau, alles hier 37 Minuten her, 37, 38, 39, 40, 41, also innerhalb von 4 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fische, eine Trophy dabei, war schon mal nicht so schlecht. Und danach war ich gerade ein bisschen AFK, habe jetzt auf die Nacht gewartet und jetzt geht es wieder los. Ja, das Ganze hier, Alter, perfekt, das Ganze hier, wir gucken uns natürlich gleich auch noch das Setup an. Einfach hier eine Stelle, schön mit hoher Frequenz. 18er Haken, Mistwurm, ganz klein und fein. Auch einfach mit anderen Ködern mal testen. Ne? Sowas wie einen Regenwurm ranhalten. Dann sowas wie Köcherfliegenlarve ranhalten. Ne? Verschiedenste Köder testen. Nur weil man gerade hier mit einem Köder steht, heißt es nicht, dass andere Köder nicht auch funktionieren. Von daher beim Angeln immer auch andere Köder testen und gucken, was da noch alles so reingeht. Bei den Teigen kann es natürlich ein bisschen gefährlich werden, mit sowas hier, Giebel und Karauschen ein bisschen vermehrt. Und weißt du was, ich glaube, wir nutzen nochmal eben die Chance. Ich gucke nochmal gerade kurz ins Café rein, was denn so drin ist. Denn das Schöne beim Kaulbarschangeln, nicht nur der Normalwert vom Kaulbarsch lohnt sich, sondern es sind häufig eben auch Kaffeeaufträge drin. Oftmals auch zwei Kaffeeaufträge. Jetzt ist gerade hier der billigere drin mit den unmaßigen ab 29 Gramm, also die ganz kleinen. Der ist gerade drin. Barschauftrag ist auch drin. Sehr gut, den werde ich bestimmt gleich noch fertig machen. Güster gehen vielleicht auch noch rein. Gucken wir mal. Großer Barsch kriege ich vielleicht auch noch hin. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, die haben wir schon mehrere Aufträge, die an der Stelle durchaus funktionieren. Und wenn wir dann sehen, dass eben hier jetzt die Kaulbarsche. Guck mal hier, Alter. 40 Silber für so eine Trophy. 40. Alter. Das ist schon richtig, richtig, richtig nice. Und selbst hier die 3 und 4 Silber für so einen Durchschnittskaulbarsch ist schon
sensationell. Also es lohnt sich einfach eben auf Kaulbarsch zu angeln. Wir haben jetzt immer noch richtig viel Zeit. Also es ist tatsächlich jetzt noch ein bisschen hin, bis es langsam dunkel wird. Aber ich nutze einfach die Zeit, einfach hier auf Frequenz und versuche jetzt hier einfach auch noch ein paar Barsche zu fangen für die anderen Kaffeeaufträge. Also das hier einfach eine Stelle, die immer wieder gut funktioniert für das entspannte Angeln, wenn man mal auf kleine Fische gehen will mit einer guten hohen Frequenz und man eben nicht mit Level 12 zur alten Festung gehen will, wo ja viel schlimmere Fische reingehen könnten. An der alten Festung hast du durchaus mal die Chance, dass dann ein Amur reingeht oder auch mal einen Schuppenkarpfen. Und der auf feinem Setup, der macht halt richtig Theater, ne? Ich bin jetzt hier, wie gesagt, gerade mit 3,1 Kilo Fluorocarbon. Also super fein und klein. Ich habe hier ein steinfarbenes Blei genommen, weil wir ja hier steinigen Untergrund haben. Und ja, dementsprechend habe ich das natürlich ein bisschen angepasst. 3,1 und das Ganze eben hier auch nur auf einem 18er Haken. 18er Haken, richtig, richtig gut. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr stabiler Haken, der für ganz viele Fischarten im kleinen Bereich sehr gut funktioniert, weil der für die kleinen Fische doch recht groß ist, dieser 18er Haken. Und deswegen kommen da auch gerne mal recht große von den kleinen Fischen rein. Und die recht großen wiederum von den kleinen Fischen, die bringen einfach so wahnsinnig viel Silber, weil sie so groß sind in ihrer Kleinheit. Ist das verständlich oder ist das einfach komplett verwirrend? Also wenn dieser Fisch halt hier mit 140 Gramm Trophy ist, der Kaulbarsch, bringt er natürlich mehr Silber, wenn wir, je näher wir an den 140 Gramm dran sind. Und naja, wenn wir halt weit drüber sind, bringt er dann eben nochmal richtig fett Cash rein. Also, so viel dazu. Gesamtes Setup, alles komplett gleich aufgebaut hier. Mistwurm, 3,1 Kilo nur. Ganz auf entspannt und dann hier auf 8 Meter rausgeworfen. 8 oder 9 Meter, passt beides. Andere Möglichkeiten, wenn das hier mal nicht geht, ist hier, wo die Kajaks liegen. Genau da. Und dahinter, hinter den grünen Büschen, hoppala, hinter den grünen Büschen auch nochmal, hier an der Stelle. Also 1, 2, wo die Kajaks sind, 3, das sind hier so die Spots, die funktionieren. Oder auch mal hier, kann man auch mal testen, von der Seite, kann auch immer mal wieder funktionieren. Aber im Idealfall einfach diese Seite hier in Richtung Westen, die einfach mal testen und gucken, ob man hier mit kleinen Haken und mit Mistwurm, Regenwurm, Köcherfliegenlarve, ob man da die Kaulbarsche kriegt und das dann natürlich in den Abendstunden. So, jetzt haben wir gleich 22 Uhr. Wir haben schon durch 22 Uhr. Die Sonne ist auch schon bald weg und ich bin auch weg. Rausziehen jetzt die Brocken. Petri Lümmels, gönnt euch hier die Trophies. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Jetzt wird es nämlich gleich bestimmt ein bisschen stressig. Zieht raus die Brocken. Einfach mal testen hier. Kescher voll machen. Kunterbunt für die Kaffeeaufträge und sollten hier vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen irgendwann mal die Rotaugen reingehen, denn die sind auch gerne mal hier an der Stelle, dann einfach Rotaugen angeln. Denn die Rotaugen, die gibt es auch regelmäßig im Café als Kaffeeauftrag in zwei Varianten und auch die bringen tatsächlich hier aufgrund der hohen Frequenz mit Kaffeeauftrag ganz stabil Kohle für Low- und Mid-Level. Also, mitnehmen das Ganze. Petri Lümmel zieht raus die Trophies. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer gleichzeitig auf Twitch und YouTube ab 19 Uhr. Zack, da geht's los jetzt hier mit den Kaulbarschen. Schnell wieder raus damit. Petri